Moin. Jo, und ein besonderes Moin geht dann raus an dich, Markus Inisch. Das ist meine Videoantwort für deinen 500 plus ja, Subs Giveaway. Und da bin ich gerne dabei. Ich ja, bin jetzt schon ein paar Jahre Subscriber deines Kanals und habe es bis heute in keinster Weise bereut. Ich lasse dich das auch gerne immer wieder wissen, weil ich einfach finde, dass du einen ganz besonderen Kanal hast. Ich finde, du hast einen ganz, ganz starken Bezug zur Natur. Es gibt so ein paar Kanäle, wo das ähnlich ist, wie zum Beispiel beim Tito oder beim Tim Steintanz, beim Sepp und noch ein paar andere Jungs. Und bei dir ist das genauso. Da spürt man einfach deine Verbundenheit zur Natur. Ja, und du versuchst immer Tipps weiterzugeben und du bist unglaublich, ja, liebenswert und freundlich. Ich kann das nicht anders sagen, auch wenn das jetzt so kitschig klingt. Das ist einfach, du hast einen tollen Kanal und ich verfolge deine Videos immer gerne und da sind immer wieder so Passagen bei, wenn du die Natur filmst, die ich einfach wunderschön und besonders finde. Ja, bleib so und mach auf alle Fälle weiter. Du hattest gefragt nach besonderen Messern. Das ist jetzt gar nicht so einfach bei mir. Ich habe mittlerweile so einige Messer, wo ich jetzt sagen würde, die bedeuten mir was. Ich werde mal so ein paar noch mal kurz zeigen. Ja, Messervideos, ist ja unglaublich, wie viele Messerfreunde, Messerjungs es gibt. Hätte ich vor ein paar Jahren nie gedacht, aber ist anscheinend so. Hier haben wir das Okami von Steffen Meyer. Ja, wird regelmäßig benutzt und ist einfach ein fantastisches Kochmesser. Habe ich jetzt, weiß gar nicht genau, wie lange ich das jetzt habe. Ich glaube noch nicht ganz ein Jahr oder vielleicht jetzt ein Jahr, aber ich glaube noch nicht ganz ein Jahr. Und schwer zu sagen, wie oft ich das benutzt habe. Vielleicht so irgendwas zwischen 75 und 100 Mal. Und außer Leder und ab und zu ein Wetzstahl hat dieses Messer noch nichts an Schärfemittel gesehen. Und ja, wie ihr seht, das ist wirklich noch echt vom Feinsten. Wirklich, Steffen, ganz, ganz tolle Arbeit. Und ich kann die Kochmesser von Steffen Meyer nur empfehlen. Die sind ein Traum. Und seine anderen Messer sind ja auch nicht schlecht. Gut. Aber das ist es nicht, was ich zeigen möchte. Dann ebenfalls als besonders erachte ich das Ganzo G704. Das habe ich vom Sven Cologne damals geschenkt bekommen, nachdem er seinen Vergleich zum Original gemacht hatte, zum Benchmade. Ja, ich benutze es bis heute noch gerne. Und das ist einfach mein allerliebster Chinese. Ich finde, das ist ein Top-Messer. Die Klinge macht einen guten Job. Das ist einfach ein guter Performer, ohne Schwächen, obwohl es 4 mm hat in der Klingenstärke. Und dieser universelle Griff lässt sich einfach immer gut halten. Das ist einfach ein Top-Messer. Hat mir so gut gefallen, dass ich mir das Modell dann nochmal in Grün G10 besorgt habe. Wirklich einfach wunderbar. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Große Klasse, da freue ich mich immer wieder darüber. Ja, also wirklich mit Abstand mein Lieblings-Chinese. Ist es aber auch nicht. Dann hätten wir da noch das Forrester, ja, mit mein Lieblings-Victorinox. Ich finde, das ist einfach ein fantastisches Automesser. Wenn man nicht allzu viel macht, dann kann auch ein Klappmesser reichen, outdoor-technisch. Und das steht bei mir an Nummer 1. Das, ja. Ist immer in meinem Rucksack dabei und das liebe ich wirklich, das Teil. Ist es aber auch nicht. Nochmal Victorinox. Hier haben wir das Mini-Champ, ist das, glaube ich. Jetzt, ja, seit 2,5 Jahren, glaube ich, an meinem Schlüsselbund. Wurde wirklich oft benutzt und das Teil liebe ich. Wirklich schon wegen dem kleinen Phillips-Schrauber hier. Der wird so oft benutzt. Ein tolles, tolles Teil. Ist es aber auch nicht. Dann hätten wir noch das Sauron Para 2. Somit das schönste Messer, welches ich habe. Ja, da bin ich schon am Schwanken. Da könnte ich eigentlich sagen, das ist so mit mein größter Liebling. Aber ich variiere dann immer. Ist wirklich schwer bei den ganzen Messern.
Ja, ist auch nicht das, was sie hier zeigen möchte, Markus. Dann habe ich relativ neu ein kleines Fixed von Heidi Blacksmith. Wirklich sehr, sehr cool. Und da hat mir der Prana noch eine neue Schneidphase verpasst. Böse, böse scharf das Ding jetzt. Ich finde das wunderschön, das Teil. Ja, so was Kleines vom Messermacher wollte ich einfach noch haben. Ein absoluter Traum. Ja, ein besonderes Messer, aber auch das ist es nicht. Hier mein Gunny. Ja, meine Nummer 1, Outdoor-Messer. Heiß geliebt und ganz, ganz, ganz weit vorne bei meinen besonderen Messern. Aber auch das ist es nicht. Dann hätten wir hier mein mit diesem coolen Skull versehenes Umnamsan. Ja. Ich muss irgendwann noch mal ein Video über das Messer machen. Das ist schon ein Knaller. Ist was ganz Besonderes, aber nicht das, was ich dir zeigen möchte. Und auch nicht das Epicenter, obwohl ich es auch als ganz besonders erachte. Und auch nicht das Zero Tolerance 550, was ich zurzeit als EDC trage. Nein, ja, es ist dieses hier, Markus. Und ich denke, das erkennst du jetzt. Ja. Das ist das Tourmesser damals, das Sword Peasant Knife, wo du mir die Lederscheide gemacht hast und finde ich heute noch ganz toll. Ja, wird in Ehren gehalten, ist jetzt auch immer im Rucksack und es wird immer mal wieder, wenn ich denn unterwegs bin und was zu schnitzen habe, wird das jetzt auch benutzt. Es lag eine ganze Zeit lang im Schrank nur rum, aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Ich würde es dann doch lieber nutzen. Und das Besondere an dem Teil ist einfach, dass ich diese Tour so schön in Erinnerung hatte. Und ja, dass dieses Messer so viele Leute schon in der Hand hatten. Ne? Der Black Forest Ghost, dann ist es zu mir gekommen, also der Chris, der Black Forest Ghost, hat es mir geschenkt. Dann begann die Tour beim Isula-Bite, dann Faromir, dann der Steintanz. Ja, dann gab es zu dir, Markus, zum Kanal Inisch, dann zum Tito Naturliebe, zum Buschbär, zum Sepp ist es gegangen, also Waldhandwerk. Zum Chris Lesot Germany, Survival Bushcraft Fan, der Benny hatte es, der Christian Orifil. Das ist also echt durch die Hände von nur coolen Jungs gelaufen und das macht es für mich absolut besonders. Ja. Alles klar, das war meine VA. Bleib wie du bist. Ansonsten kann ich da nicht viel zu sagen und ich hoffe, wir sehen noch ein paar schöne Videoantworten. Ja. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.